Herzlich willkommen zum Webcast der Landeskirche Hannovers. Mein Name ist Klaus Mutigiton. Ich freue mich sehr, dass Rainer Koch heute zu Gast ist. Hallo. Wir haben zwei Themen, die wir mit euch die nächsten 30 Minuten bearbeiten wollen. Genau, wir haben gleich noch die App. Schauen uns da an, was da passiert im digitalen Raum. Und wir schauen am Anfang darauf, gesucht und gefunden werden in Zeiten von Google, Facebook und Co. Und es war gar nicht so leicht, diese Werke, falls Sie die noch kennen, zu besorgen bei uns am Campus in Hannover. Rainer, an dich die Frage, brauchst du das ab und zu noch, wenn du irgendwen suchst oder wohin fährst? Hast du überhaupt noch ein Telefonbuch in den Händen? Also es gibt bei uns im Hausflur noch so einen Ort, wo diese Sachen liegen. Aber es wird von keinem in unserer Familie genutzt. Also es ist im Grunde Deko, die verstaubt. Ja. Ich glaube, das Digitale hat oft so leidet ein bisschen darunter, dass man sagt, jüngere Zielgruppen, ältere Zielgruppen, native oder nicht. Aber ich kenne kaum noch jemanden, egal über welches Alter hinweg, der sich mit dem Telefonbuch quasi morgens hinsetzt und danach seine Route plant, ins Auto steigt, sondern die meisten benutzen irgendwelche Navigationssoftware. Was benutzt du? Also ich würde ganz klar klassisch über Google gehen und gleich ein Stichwort rein und habe eigentlich, was ich brauche, wenn ich wohin fahren will und wenn ich eine Information brauche, dann geht das ruckzuck. Und im Grunde ist jetzt tatsächlich meine Erfahrung, meine Erkenntnis gerade, dass ich die gelben Seiten, so wie sie jetzt hier sind, bestimmt 3 Jahre nicht mehr angefasst habe. Ja, ich habe es auch gerade ausprobiert auf unseren Handys, ja, habe ich einfach mal Kirche eingegeben bei Google Maps und natürlich bekam ich sofort die Lutherkirche, die Jugendkirche, wo wir hier heute übertragen, auch vielen Dank an die angezeigt. Google wusste, wo ich bin und was ich suche, hat mich auch gar nicht gefragt, katholische, evangelische oder sonstige Kirche sozusagen, sondern hat mir sofort gezeigt, was ich suche. Was suchst du und wie suchst du damit? Also ich habe gerade tatsächlich mal den Versuch unternommen, wenn ich unter Kirche gucke, finde ich nichts. Ich müsste unter evangelisch gucken. Also man könnte fast sagen, Google sucht ökumenisch. Und hier muss ich schon sehr genau wissen, was ich will. Und vielleicht das ist auch der Reiz eben der digitalen Medien, sofort mit einem Stichwort eine Auswahl zu bekommen und sofort intuitiv zu entscheiden, was ich auch haben will. Ja. Genau. Ich merke einfach, dass früher waren es Einrichtungen oder größere Einrichtungen insbesondere gewohnt, dass jedes Jahr ein Anzeigenverkäufer vorbeikommen würde. Und der Anzeigenverkäufer ist ziemlich sicher auch mit einer Beauftragung nach Hause gegangen, weil natürlich man früher einen gelbe Seiteneintrag sehr gepflegt hat. Und man hat sogar vielleicht auch die eine oder andere Einrichtung, die zuschaut, dafür bezahlt. Und dann musste man sich entscheiden, ganz analog unter E oder unter K oder unter einen anderen Buchstaben zu suchen. Da ist quasi Google und die Webwelt ist da ein wenig schlau. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und anschauen, inwieweit das für Sie, für euch nützlich sein kann. Ich habe auch gestern noch mal recherchiert dazu und tatsächlich gibt es immer noch 1 Million Exemplare, Printexemplare. Und es gab mal eine CD-ROM, mir ist dann aufgefallen, CD-ROMs haben wir am Rechner meistens nicht mehr. Und deswegen ist es wahrscheinlich doch weit eine Erinnerung, die wir haben, eine nostalgische Erinnerung. Aber die Realität sagt mir, ob wir einen Arzt suchen oder eine Kirchengemeinde, machen wir das oft über Google. Ich habe es heute Morgen auch mal gemacht. Ich habe einfach bei Google angefangen, Kirchengemeinde einzugeben und anscheinend wusste Google, dass ich zuletzt in Ostfriesland unterwegs war und hat mir Rauderfehn angezeigt und dort die Hoffnungskirche. Und tatsächlich war das ein ganz schönes Bild. Also Hoffnungskirche ist auch ein schöner Name, muss man sagen. Und mich hat sofort das Foto angesprochen, was die Kirche zeigt unter einem blauen Himmel. Aber nicht nur das, nicht nur darum geht es bei dem Thema gesucht, gefunden werden auf Google. Nein, es sind auch weitere Informationen da. Natürlich die Adresse, sodass ich dann den Navigationsknopf drücken kann oder die Telefonnummer und wenn mein Handy das verbindet, kann ich dort gleich anrufen. Man müsste gleich sagen, auch im Blick auf was wir heute noch lernen können, ist, man könnte sogar Sprechzeiten und Öffnungszeiten sozusagen wiedergeben oder wiedergeben, wann die Kirche geöffnet ist. Was ich auch schön fand, Google ist natürlich noch schlauer, muss man sagen, und interaktiver als ein gedrucktes Erzeugnis, was einmal im Jahr rauskommt. Denn es zeigt uns auch die nächste Veranstaltung, Konzert More, Mehr und Mehr an. Vielleicht wäre das für dich interessant oder auch vielleicht eine Veranstaltung hier in der Jugendkirche, wer weiß. Also spannend finde ich auf jeden Fall, wenn ich draufklicke, dass, wenn ich auch eine bestimmte Information suche, trotzdem sehr inspiriert werde, noch was anderes zu entdecken, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, was du auch gerade gesagt hast. Danke, danke. Ich habe dann uns weiter das angeschaut und natürlich ist bei Google ein interaktives Medium und wir werden nachher nochmal schauen, was interaktiv mit uns und der App geht, aber hier merkt man, Google ist auch offen für alle Nutzerinnen der Welt und dort hat auch schon jemand einen Kommentar hinterlassen. Und an der Stelle habe ich für mich und für unsere Medienarbeit hier in Hannover einen kleinen Auftrag gesehen, weil ich gemerkt habe, fürs Telefonbuch haben sich vielleicht früher Sekretariate oder Öffentlichkeitsbeauftragte gekümmert. Wer kümmert sich eigentlich um das Thema SEO und Suchmaschinen? Und da merkt man, dass wir, egal ob in der Landeskirche, in der Gemeinde oder im Kirchenkreis, seltenst Beauftragte haben. Ich weiß nicht, ob ihr im Hauskirchlichen Dienste, im Bereich missionarische Dienste oder arbeitet, einen
Google-SEO-Beauftragten haben für die digitale missionarische Aktivität. Ja. Bisher nicht der Fall, aber insofern bin ich auch ja hier, um von dir zu lernen und lass mich gerne von dir inspirieren. Das freut mich. Ich glaube, ich habe mal einen Punkt, dass wir oft bei Facebook, bei Social Media so rum, an Facebook denken, aber Social Media eigentlich so viel mehr ist und wir oftmals gar nicht Google auf dem Schirm haben. Wir haben es auf dem Schirm, wenn wir den Arzt suchen oder ich die missionarischen Dienste des hauskirchlichen Dienstes suche. Aber wir haben es nicht so oft präsent, glaube ich, dass da sehr viel Interaktion auch ist. Das merkt man bei Kirchen, muss man sagen, nicht so viel wie vielleicht beim Restaurant. Weil wenn jemand ein Restaurant gesucht hat, er hatte viel Hunger, er wollte italienisch essen und das Essen war schlecht, dann hinterlässt er möglicherweise relativ schnell einen Kommentar. Und tatsächlich müssen die Restaurants und Hotels heute mit diesen Kommentaren auch umgehen. Hast du denn, als du recherchiert hast, auch Kommentare gelesen zu unterschiedlichen Kirchengemeinden und was war dein Eindruck dann? Was taucht da dann auf? Ich muss gestehen, tatsächlich, die Kirchengemeinden sind sehr, sehr gut weggekommen. Möglicherweise, weil sehr Kirchenverbundene dort kommentiert haben. Eine gute Frage. Ich merke, bei kirchlicher Verwaltung gibt es durchaus auch mal ein Sternchen, weil einfach die Adresse nicht gestimmt hat. Ja. Das war gar nicht gegen die Verwaltung, sondern einfach nur die Adresse war nicht nutzerfreundlich und man ist an den falschen Ort gefahren. Mhm. Und dann gibt es auch mal einen Stern. Und für mich ist natürlich die Frage, wem fällt das auf und wer moderiert das? Und heute wollen wir uns auch anschauen, wie moderieren wir das? Wenn missionarische Dienste hier drin sind, kriegt das überhaupt jemand mit, wenn ihr eine Ein-Stern-Bewertung oder eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommt? Und wir merken, das gilt nicht nur für Kirchengemeinden, für Einrichtungen, das gilt natürlich auch für ein großes Handlungsfeld unserer Landeskirche, für Kindergärten, für diakonische Einrichtungen. Und ich habe wirklich querbeet gesucht, genau wie du gefragt hast, hier bin ich in der Gegend von Osnabrück unterwegs und die meisten hatten eine gute Bewertung oder eben gar keine Bewertung. Viele hatten Telefonnummern angegeben, aber ich wusste nicht, wann ich dort aufschlagen kann oder wann dort Sprechzeiten sind. Ich habe auch eine Hospizeinrichtung gefunden mit 5 Sternen. Bisher kann man sagen, Glück gehabt, es läuft gut. Ich frage mich natürlich auch, kriegen wir das mit, wenn wir nur 1 Stern bekommen würden? Ich habe auch nochmal nach uns selbst gesucht, nach der evangelischen Medienarbeit. Ich war froh, dass wir dort auftauchten. Und tatsächlich sind unsere Veranstaltungen, auch unsere Schulungsangebote, die analogen, zu finden. Und demnächst verweist vielleicht auch der digitale Webcast. Aber wir haben keine Öffnungszeiten hinterlegt. Eine Frage dazu. Mhm. Es geht ja gleich auch noch um die App. Mhm. Da ist es mir möglich, im App Store zu reagieren auf durchaus auch 1 oder 2 Sterne. Ja. Geht das eigentlich bei Google? Kann eine Kirchengemeinde auch reagieren, positiv, wenn da ein kritischer Kommentar abgegeben wird? Genau, das ist ein etwas kniffliger und das werden wir uns gleich mal anschauen. Ah, okay. Weil dann gibt es tatsächlich auch fast einen analogen Prozess, den ich machen muss. Erstmal, warum hat Google, und das ist jetzt keine ethische Betrachtung, so viele Vorteile? Denn Google speist sich aus den Informationen von allen, die Google nutzen. Das hier ist keine Google-Werbeshow, aber Google ist mit 98% einfach führend, was das hier betrifft, die lokale sozusagen Suche, das Local SEO, wie wir sagen. Und wenn ich jetzt sagen möchte, als Nichtinhaber, Moment mal, ich habe erfahren, die evangelische Medienarbeit hat Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr, kann ich den Vorschlag machen. Das kann jeder Nutzer auf der Welt machen. Und dann meldet sich Google zurück, wir haben das mal eingeblendet, dass Google diesen Vorschlag prüft. Weil natürlich, Google reagiert nicht auf jeden Vorschlag, weil es könnte sich jemand einen Scherz erlauben oder einfach auch selbst im Irrtum sein über das, was passiert. Interessant ist, dass Google tatsächlich sich so speist, also wenn ein Rechtsanwalt nicht mehr seine Adresse dort hat und das melden 5, wird Google irgendwann diesen Standort abmelden. Aber das ist nicht ganz eine Frage gewesen. Die Frage ist ja, wenn ich nachher als Einrichtung das pflegen möchte, dafür ist ein etwas aufwendiger Prozess notwendig. Und den wollte ich ganz kurz zeigen. Vielleicht interessiert er dich auch. Ja, selbstverständlich. Weil du mit Exercise und missionarischen Diensten bald auch, glaube ich, eine Adresse brauchst. Google benötigt eigentlich eine aktive Pflege, kann man sagen. Google ist erstmal umsonst, aber dann doch nicht wirklich umsonst, weil wir brauchen tatsächlich analoge Arbeitskraft. Wir brauchen Arbeitszeit. Wir müssen jemanden haben, der sich am besten zuständig fühlt und der sich darum kümmert und ab und zu auch schaut. Das können 5 Minuten im Monat sein, aber man sollte regelmäßig drauf schauen. Was ist wichtig? Ich habe erstmal als erstes einen Punkt, die Daten sollten korrekt sein. Die Bezeichnung sollte korrekt sein, sie sollten auch aktuell sein und die Adresse sollte stimmen. Und wenn man kann, kann man auch noch Mehrwerte anbieten. Zum Beispiel Öffnungszeiten, Sprechzeiten, Termine, Ansprechpartner, Rainer Koch zum Beispiel bei den missionarischen Diensten und oder Veranstaltungen, die er anbietet, können auch über Google gefunden werden. Wird das denn aktiv eingegeben oder sind das so, wie du gerade gesagt hast, sind das Informationen, die Google automatisch sucht, meinetwegen auf meiner Website und da muss es eben stimmen? Die kann ich aktiv eingeben. Google ist aber mittlerweile so schlau, dass eine gut geführte Website das automatisch, dass er das automatisch erkennt und aufführt. Das haben wir eben bei den Beispielen gesehen. Die evangelische Medienarbeit hat nie bei Google gesagt, dann ist unsere Schulung. Google hat es selber gelesen und bietet es an. Wenn ich das dann wiederum aussteuern will und planen will oder sagen will, das soll mein erstes Foto sein oder mein zweites, muss ich die Inhaberschaft beantragen. Das gucken wir uns gleich an. Interessant. Führt uns nämlich auch zu dem Punkt, Bilder sind ganz wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Bilder
quasi wichtig sind. Man liest immer weniger Text. Instagram ist zum Beispiel ein Phänomen. Und deswegen sind lebendige oder einladende Bilder, es hat auch so ein bisschen was Evangelisches, was Einladendes, haben was für sich. Und ich habe auch gleich noch ein paar Beispiele gebracht, die irgendwo dazwischen liegen. Auch da nochmal die Frage, greift Google letztendlich auf die Homepage zu und da müssen es attraktive Bilder sein oder auch etwas, was ich aktiv einspielen kann? Beides. Als Inhaber kann ich einerseits die Bilder nehmen, die auf der Homepage sind, das macht es Google automatisch, oder ich lade Bilder eben entsprechend hoch. Ich habe hier ein Beispiel gewählt zu einer Gemeinde, die ich sehr mag, die Gospelkirche. Da hat jemand einfach aus dem Internet, sozusagen würde man sagen, ein Internetnutzer, einen Rundumblick angeboten und der zeigt erstmal aufs Reihenhaus. Mhm. Und das ist nicht so attraktiv, weil es zeigt weder die Kirche, noch zeigt es so wirklich das kirchliche Leben. Wir sehen hier die Autos, die dort stehen, die ja geparkt haben. Und wir schauen in ein paar Fenster hinein. Das ist, glaube ich, nicht das, womit sich die Gospelkirche identifizieren möchte. Wir sehen aber auch Gebäudefotos. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, das Gebäude zu fotografieren. Das ist ja auch nur ein Klick. Als Inhaber könnte ich jetzt sagen, ich möchte, dass das Foto oben ist und das Foto passt gar nicht zu mir. Das kann ich dann auch als Inhaber sagen. Nein, das Foto zeigt mich nicht richtig. Dazu muss ich aber mir die Mühe machen, erstmal Inhaberin sozusagen werden. Die Frage, die du hattest ja auch, war, welche Bilder? Hier nur ein Hinweis, wir haben eine Bilderdatenbank, Bilder-E. Da sind ganz viele auch sogenannte Stockfotos drin, die ich einfach erstmal benutzen kann, wenn ich einfach erstmal einen Platzhalter brauche. Dann kann ich damit erstmal sehr schnell arbeiten. Google bietet auch einem an, dass sie virtuelle Rundgänge machen, durch die missionarischen Dienste, durch die Medienarbeit oder durch die Kirchengemeinde. Und da kann ich sogar kostenlos Angebote einfordern. Google hat natürlich auch vor, mir da was zu verkaufen. Das muss ich aber nicht machen, denn... Was heißt das konkret, wenn ich das einfordere? Also was für ein Zeitfaktor bedeutet das? Der Zeitfaktor ist eigentlich wie folgt. Ich würde es so erklären. So eine solche kleine Konsumentenkamera, die 360-Grad-Fotos machen kann, reicht schon aus, um das selber zu machen. Ja und dann gibt es eben Profis, die sagen, ich mache daraus ein kleines Geschäft, das kostet dann vielleicht 70 Euro. Okay. Und Google hat die registriert und schickt die dann nach Rauderfehn oder die Eichelstraße vorbei sozusagen. Okay. Halt. Wir haben in der Medienarbeit, vielleicht das als kleiner Seitenblick, auch so eine kleine Kamera. Und wir sind auch bereit, die passt tatsächlich auch in einen guten Karton, wenn jemand sagt, ich brauche die mal, die zu vermieten und zu sagen, Kirchengemeinde oder Einrichtung, damit könnt ihr Fotos herstellen und ihr kriegt auch eine kleine Anleitung von uns. Ihr müsst uns nur schreiben, die E-Mail-Adresse kommt da gleich zu. Sehr cool. Ja. Eine Voraussetzung, die wir heute sozusagen gerne im Sinne einer quasi Webcast-Schulung rüberbringen sollen, wie komme ich eigentlich in die Inhaberschaft, wie kann ich überhaupt einen Google-Eintrag pflegen? Denn mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob du schon mal den Landesbischof von Hannover gesucht hast oder die Bischofskanzlei. Wenn du sie auf Google gesucht hast, doch, habe ich wirklich, ist derzeit die Antwort nämlich, es gibt sie nicht. Sie ist so nicht existent. Google weiß nicht, dass es eine Bischofskanzlei unter dem Namen gibt in Hannover. Und woran liegt das, wenn es letztendlich ja so viel Traffic, so viele Einträge gibt rund um den Bischof und seine Bischofskanzlei? Das liegt daran, dass nur wir anscheinend ständig hinfahren oder wenige Ausgewählte. Nein, dass natürlich nicht ständig ein Verkehrspublikum dort ist, wie bei einem Geschäft. Okay. Und wir Google beibringen müssen, dass es uns gibt. Und das kann für Sie jetzt auch, die Zuschauer, auch so sein. Ich spreche jetzt von Kirchengemeinden, die ich natürlich gefunden habe. Es kann sein, dass es Einrichtungen oder Gemeinden gibt, die noch gar nicht verzeichnet sind. Und dann müssen Sie Google sagen, bitte tut uns rein. Und dann startet Google einen Prozess und fragt sich erstmal, bist du überhaupt berechtigt, Rainer, das zu melden? Und es kann sein, dass Google sagt, ja, wir wissen von den missionarischen Diensten, wir müssen aber wissen, ob du wirklich der Berechtigte bist. Und dann macht Google Folgendes, wenn ich mich bei Google persönlich anmelde, muss ich also registrieren, die Inhaberschaft beanspruchen, dann muss ich die Inhaberschaft bestätigen. Und im Google-Zeitalter ist das tatsächlich eine Postkarte. Eine Postkarte? Eine Postkarte, die an deine Adresse kommt. Das macht die große Herausforderung, dass ich derzeit kaum in der Lage bin, andere Einträge zu pflegen, zum Beispiel die an anderen Orten sind. Ach so. Es sei denn, ich lasse mir die über Google-Vereinbarung an die Medienarbeit schicken. Und die Mühe haben wir uns gemacht. Wir sind in der Lage, für Sie, für euch sozusagen Einträge zu pflegen, weil es aufwendig ist und weil wir natürlich die Möglichkeit haben, alle Einträge mal durchzuschauen, zu gucken, bei 500 Einträgen gibt es einen Kommentar. Und dann können wir auch darauf reagieren und das moderieren, weil viele, glaube ich, das nicht schaffen werden, einfach war meine These. Aber das muss ich erstmal machen. Das heißt, wenn du dich verzeichnen willst, mit den missionarischen Diensten zum Beispiel stellvertretend, wirst du wahrscheinlich eine Postkarte von Google bekommen. Zweite Herausforderung ist, dass der Posteingang sagen könnte, das ist ja Werbung, das interessiert Bill Rainer bestimmt nicht, das sortieren wir aus. Also da gibt es noch eine echte analoge Hürde. Wir haben die Hürde genommen. Jeder vor Ort muss eigentlich diese Hürde nehmen. Dann kann ich alles gestalten und auch sagen, das Bild ist interessant. An wie viel Daten ist Google denn interessiert,
wenn ich eine Inhaberschaft einnehmen will? Ich glaube, erstmal ist Google global die Frage sehr, sehr hungrig sozusagen. Es möchte alle Daten wissen. Ich zeige jetzt mal ein paar Daten, wenn ich die Kanzlei des Landesbischofs angemeldet habe. Und tatsächlich ist deswegen, ist, glaube ich, ganz interessant, weil man sich ein wenig an die Sprache von Google gewöhnen muss. Die ist schon deutsch, aber sie ist nicht auf Kirche zugeschnitten. Und ich kann eigentlich eine Bischofskanzlei als Kategorie bei Google gar nicht finden. Deswegen habe ich Kirche gewählt. Beim missionarischen Dienst wird es ähnlich sein. Es wird wahrscheinlich keine landeskirchliche Einrichtung als Kategorie geben. Also würdet ihr vielleicht auch Kirche finden. Nenn mal eine Alternative. Was könnte es noch sein? Eine gemeinnützige Einrichtung. Mhm. Ansonsten viel mehr Auswahl gibt es dort nicht. Und dann fragt dich Google ganz konkret, du kannst hier sehen, nach dem Ort. Dann musst du das angeben. Aber Google wird dich nicht fragen, wie heißt deine Einrichtung, sondern wie heißt dein Unternehmen. Das heißt, Google, das heißt auch Google My Business, ist erstmal darauf eingerichtet, mit Geschäften zu arbeiten. Wir sind da ein wenig ein Sonderfall. Ja. Und dann habe ich uns da eingetragen, wunderbar. Kirche, Kirchengemeinde und verschiedene Kirchen, die man so kennt. Telefonnummer, die ist öffentlich. Und dann die Webseite. Vielleicht haben Sie gemerkt, bisher alles eigentlich öffentlich bekannte Informationen, noch kein datenschutzrechtliches Problem. Ich habe noch keinen Mitarbeiternamen verraten oder keine persönliche E-Mail-Adresse. Und dann geht bei Google ein kleines Feuerwerk an und begrüßt mich und sagt mich, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Einrichtung registriert und ab dann kann ich bei Google arbeiten. Was Sie jetzt sehen auf dem Bildschirm ist sozusagen das Umfangreichste und daran muss ich mich ein wenig sicherlich gewöhnen, damit zu arbeiten. Das ist wie mit jeder neuen Software. Aber dann kann ich zum Beispiel sehr, sehr genau Profilaufnahmen, Hintergrundbilder, sogar ein Video von mir hochladen und Innenaufnahmen und zeigen, wie sieht mein Café oder auch mein Büro oder meine Tagungsstätte oder mein kirchlicher Raum aus. Mhm. Und da helfen dann diese 360-Grad-Kameras, weil dann kann, vielleicht haben Sie schon mal gesehen, ich sogar mit einem normalen Handy mich in einem 360-Grad bewegen und sogar von Punkt zu Punkt gehen. Gibt das eigentlich irgendwie eine Statistik oder eine Erhebung, wie viele Leute das besonders interessant finden, wenn es ein 360-Grad-View gibt und eben nicht nur einzelne Bilder? Also welche Relevanz das hat? Auch super spannende Frage, weil das gibt es. Das gibt es auch vor allem für Cafés und Geschäfte. Meine Vermutung ist auch, weil Google damit durchaus Geld verdient mit Werbeanzeigen für die. Und da sagt man mittlerweile, dass erstens ein Großteil der Zugriffe mobil erfolgt, also du von deinem Handy. Das zweite ist, dass über die Hälfte der Nutzer von solchen Handys Google benutzt. Und das Dritte, das viel entscheidender ist, dass es wesentlich bis zu einem weiteren 50% die Kaufentscheidung und einen Besuch des Ladengeschäfts beeinflusst. Also es gab gerade jüngst eine Erhebung, dass sich Menschen signifikant ärgern, wenn die Öffnungszeiten nicht stimmen. Also sie fahren extra hin, um den Kaffee zu kaufen oder die Lebensmittel und die Öffnungszeiten haben nicht gestimmt. Die Wahrscheinlichkeit sinkt dann, dass jemand nochmal kommt. Also spannend finde ich den Gedanken, dass Kirchen von innen her wirklich wahrnehmbar und sichtbar sind für den User. Genau. Das finde ich sehr reizvoll. Ich glaube, das ist für die Kirche eine relativ ungewöhnliche Sache, in Userschaft zu denken. Wir haben das neulich mal in meinem Kirchenkreis ausprobiert. Das war sehr hartnäckig, weil wir uns nicht so als Unternehmen und Organisation verstehen. Wenn man mit Google arbeitet, muss man sich ein wenig auf die Sprache einlassen, die kennen. Aber ich glaube, wir haben durchaus Bedürfnisse, dass Menschen uns versuchen zu erreichen. Ich sage mal wegen Kasualien, Erwachsenenbildung aufsuchen oder wissen, wann ist die Kita einfach geöffnet. Das ist eine der Grundfragen, glaube ich, für Erziehende, zu wissen, von wann bis wann könnte mein Kind dort zu Gast sein. Ja. Ich habe eigentlich abschließend eigentlich nur einen Aufruf und eine Einladung. Einerseits habe ich ein bisschen, glaube ich, oder haben wir ein bisschen aufgezeigt, wie könnte ein Prozess aussehen, dass Sie selber in der Lage sind, mit Google zu hantieren und dort Administratorin oder Administrator zu werden. Ich glaube, Rainer Koch denkt das für die missionarischen Dienste schon gerade durch. Und so wie ich dich kenne, wäre eine logische Frage, könnt ihr das nicht machen? Das erlebe ich öfter. Und da haben wir tatsächlich ein Angebot, dass wir gesagt haben, Moment mal, die Wahrscheinlichkeit, dass jede Kirchengemeinde, dass jeder auch Kirchenkreis oder jede Einrichtung das selber schafft, am Rechner das Ganze zu pflegen, ist nicht so groß. Und deswegen haben wir unter der Adresse seo@evlka.de einen Verteiler eingerichtet und da können Sie sich erstmal mit dem Anliegen an uns wenden. Ob Einrichtung, ob Fachbereich, ob Kirchengemeinde, Kita und ich habe jetzt ganz viele Aufzählungen erstmal vergessen. Und wir würden das aufnehmen. Es ist ein Erprobungsfeld, es ist nicht alles in Stein und Stein gemeißelt. Und wir sind dort auch Selbstlernende, aber ich glaube, den Grundeintrag zu pflegen, die Grundinformationen darzustellen, die geeigneten Fotos auszusuchen und Sie dann zu informieren, euch zu informieren, wenn es eine Meldung gibt, Achtung, da gab es eine Ein-Sterne-Bewertung, jemand hat sich fürchterlich geärgert, vielleicht ist das Konzert verschoben worden, dann können wir auch darauf reagieren. Das ist ein Angebot, was wir aufbauen in der Medienarbeit und das ist die Adresse, an die Sie sich wenden können. Das heißt, habe ich richtig verstanden, dass ihr das so im Blick habt, dass also auch so eine Negativbewertung
ihr relativ zeitnah wahrnehmt und entsprechend an die Gemeinde weiterleitet, dass sie in irgendeiner Form darauf reagieren können? Genau. Das ist eigentlich Respekt. Der große Vorteil an diesem System, dass natürlich das System sogenannte Mitteilungen, ja. Notification sendet und schon mich benachrichtigen würde, wenn da was Arges, Böses sozusagen auftaucht. Sehr cool. Ja. Wir haben uns jetzt quasi mit ein wenig ehemaligen, aber sehr lokalen und digitalen ja, beschäftigt und auch mehr mit etwas, was eine Einrichtung betrifft oder einen Ort betrifft. Ich glaube, jetzt werden wir auf dem Digitalen ganz persönlich. Ich habe es neulich selber gemerkt, ich habe eine neue App ausprobiert, die aus den missionarischen Diensten entwickelt wurde. Und sie hat mich wirklich in sehr, sehr tiefgehende Lebensfragen geführt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das genau wusste und wollte, dass sie das tun wird. Aber es ist passiert und ich fand es sehr, sehr spannend. Und es war durchaus interessante und auch herausfordernde Fragen. Rainer, magst du uns einfach von der Idee erzählen, worüber sprechen wir? Ich glaube, da gibt es eine neue App, die hat auch einen sehr besonderen Namen. Mhm. Ich mache mal die Präsentation auf und du führst uns ein wenig ein. Ja. Ja. Also die App genau hat einen besonderen Namen. Wir haben sie genannt XRCS. Und das ist in Anlehnung an Exercise, Übung. Und die Idee dahinter ist, dass wir haben, sag ich mal, zwei Menschen vor unserem inneren Auge gehabt. Einmal Menschen, die sagen, ich würde gerne meine Spiritualität im Alltag erleben, Erfahrung damit machen und haben gedacht, wie können wir euch helfen, dass ihr dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit dafür schärft, Gott im Alltag zu entdecken und wahrzunehmen und Segensorte dafür einfach eine Sensibilität zu haben. Und andere Menschen, die sagen, wir sind in so einem beschleunigten Alltag, dass wir gerne immer mal wieder eine Unterbrechung hätten, um da rauszukommen aus den vertrauten Denkmustern und das Leben nochmal aus einer ganz neuen Perspektive wahrzunehmen. Und diese App, XRCS-Übung, haben wir also jetzt gerade entwickelt und vor 14 Tagen an den Start gebracht. Und XRCS hat noch was Charmantes, finde ich, da drin. Wir haben die Vokale rausgenommen. Das ist ein bisschen in Anlehnung an den Gottesnamen im Alten Testament, Jahwe, der ohne Vokale gesprochen wird. Und zeigt etwas davon, dass es auch um das Geheimnis Gottes geht, was unverfügbar bleibt, aber das wir in allen Dingen suchen und finden. Okay, spannend. Ich habe noch einen redaktionellen Hinweis. Ich bin eben so schnell gesprungen, weil wir uns vorgenommen haben, sehr schnell in diesem Webcast zu sein und nicht zu lange. Und wir sind gar nicht auf Fragen eingegangen. Mein Vorschlag wäre folgendermaßen, du machst jetzt gleich weiter, sofort. Ja. Wir machen die Fragen am Ende. Das bedeutet für alle, schaut euch noch ein bisschen an. Diese App ist wirklich spannend. Wir gehen das zusammen durch. Und dann öffnen wir einerseits für Fragen zu lokalem SEO und dann zur Exercise-App. Nochmal kurz, XRCS. Dann finde ich die App im App Store oder im Play Store. Dann finde ich die App eindeutig. Richtig, das ist der pragmatische Vorteil. Wer XRCS eingibt, findet sie sofort auf dem ersten Platz für die Smartphones mit Android, genauso wie für die Apple, die iPhones. Ja, das ist die Herausforderung. Wir haben auch noch andere Apps. Bei einer Connect-App, da habe ich dann durchaus 500 Apps, die durchaus den Namen Connect beinhalten. XRCS ist eindeutig. Steht einerseits für Exercise, nochmal, das müssen wir nochmal langsam begreifen. Für Üben, also für ein Üben von Achtsamkeit, also Gottes Gegenwart im Alltag wahrzunehmen und sensibel dafür zu werden. Genau. Und spannend ist, wir haben jetzt in den ersten 14 Tagen über 2000 Leute, die das sich auf ihr Smartphone gezogen haben. Und im App Store von Apple, wenn ich jetzt Spiritualität eingebe, ist diese App schon an erster oder zweiter Position. Und was ich daran interessant finde, es ist ein Bedarf da, offensichtlich. Und es ist so, dass dass ich den Eindruck hatte, dass es auch eine Marktlücke ist. Eine App, die das sozusagen zum Thema hat und das auch von der christlichen Spiritualität her entfaltet, scheint es weniger zu geben, sage ich mal vorsichtig. Vielleicht auch da der Hinweis, wir sprechen von Markt, wir sprechen von Google. Ihr verdient ja jetzt ganz viel Geld mit der App oder wie funktioniert das? Im Grunde kann ich morgen aufhören, genau. Nein, wir geben die kostenlos, stellen wir die in den App Store und man kann sie sich downloaden. Und wir haben entdeckt durch die Resonanz, es lohnt sich daran weiterzuarbeiten und diese App weiterzuentwickeln. Ja. Ich habe selbst, wir hatten auch einen Workshop gemacht zum Medientag, habe auch nochmal recherchiert. Es gibt viele Spiritualitäts-Apps im weitesten Sinne im Wellbeing oder im Achtsamkeitsbereich. Aber war ein bisschen enttäuscht, weil die meisten so eine Art Podcast als App waren. Also jemand erzählt mir was. Was macht diese App? Ich fand das durchaus spannend. Diese App erzählt mir nicht nur den ganzen Tag was, sondern es sind eher Fragezeichen, die auf mich zukommen. Richtig, genau. Eher Fragezeichen, die auf mich zukommen. Ja. Das kann man auf dem Display gut sehen. Also man hat letztendlich zwei Möglichkeiten. Das ist einmal Inspiration. Das sind heilsame Altersunterbrechungen. Ein, zwei oder dreimal am Tag. Und ich kann den Zeitraum selber einstellen und die kommen dann ganz bewusst zufällig. Ich kann sie also nicht steuern. Sie erreichen mich einfach mitten im Alltag.
Und das andere sind Exerzitien. Das ist dieser alte Begriff, alte Tradition, geistliche Übungen, in denen es darum geht, eben in diese Gottesbeziehung weiter hineinzuwachsen. Das ist eine Art Gebetsprozess, den man für sich machen kann. Und da kann man entscheiden, ich zeige das gleich nochmal, ob man den eher intensiver möchte, ob man wenig Zeit, ob man viel Zeit hat. Also da gibt es auch Möglichkeit, das sehr individuell einzustellen und auch die Zeiten, zu denen man erinnert wird. Ich weiß, wir haben wenig Zeit, aber doch die Frage, weil Exerzitien nicht jedem wahrscheinlich was sagt. Also warum sollte ich in der Nutshell, sozusagen ganz kurz, Exerzitien machen? Warum, was habe ich davon, wenn ich jetzt mal ganz postmodern sage, was bringt mir das? Ich würde es mal versuchen, in einem Satz zu sagen, sieht aus wie eine App, verändert dein Leben. Okay. Ich glaube, dass es Impulse gibt tatsächlich, dass sich zu öffnen für diese ganz andere Wirklichkeit, mitten im Alltag und mitten in der Realität, ich sage auch manchmal für das Kraftfeld der Liebe Gottes sich zu öffnen, das verändert was in mir, die Welt wahrzunehmen, mit anderen Menschen umzugehen und auch nochmal so ein Gespür für das Wesentliche im Leben zu kriegen. Spannend. Anderer würde vielleicht sagen, einfach mal in der Bibel lesen sozusagen. Was macht die App? Wie funktioniert die? Ja, die App, also so wie ich es gerade gesagt habe, ich werde entweder mit dem Modus Inspiration einfach unterbrochen, das läuft über 30 Tage, jeden Tag dreimal zu einem zufälligen Zeitpunkt und man sollte sich für diese sehr intensiven Fragen eine Minute Zeit nehmen. Und da sind das auch immer wieder, das höre ich als Feedback, Fragen, wo Leute sagen, im Grunde war ich gar nicht in der Lage, die zu beantworten, die habe ich mir nochmal für abends aufbewahrt. Jemand, ein Kollege von mir, der sagte, welche Hoffnung hast du aufgegeben zum Beispiel? Oder bist du erwählt? Oder wenn du jetzt ganz still bist, was hörst du dann? Das ist einfach sehr dichte Fragen auch manchmal sind, manchmal auch welche mit einem Augenzwinkern. Exerzitien ist so, dass man im Grunde die Augen schließen kann, 5 Minuten, 10 oder 20 Minuten durch so einen kleinen Ton- und Vibrationssignal durchgeführt wird, durch so ganz zentrale Fragen. Wonach sehne ich mich jetzt in diesem Moment? Was kommt an diesem Tag auf mich zu? Wo entdecke ich Gottes Gegenwart in dem, was ich wahrnehme? Und auch so die Frage, kommt mir im Blick auf meinen Tag, zum Beispiel bei dem Morgengebet, ein Liedvers oder ein Bibelvers in den Sinn, der sich mit meinem Alltag verbindet. Und da haben wir humorvoll eine Funktion eingebaut. Wenn da nichts kommt, kann man sagen, gib mir ein Wort. Und dann bekommt man ein inspirierendes Wort, mit dem man dann in den Tag gehen kann. Und ich sehe auch die App, oder habe es auch selber so erfahren, spricht einen ja sehr direkt und auch ein bisschen modern an. Die sagt nicht, geehrter, geschätzter Herr Ton, sondern sagt, hey Motoki, richtig. Lass uns den Tag starten, Rainer, genau. Wir haben eine Frage. Und die Fragen sind auch so dicht, dass man durchaus sagen muss, da muss ich mir nachher mal Zeit nehmen. Aber es ist auch ein Stück weit eine Unterbrechung, so habe ich es erfahren. Also es ist durchaus eine Unterbrechung in dem Lauf, in dem man gerade tagsüber ist, zu sagen, Moment mal, stimmt, gibt noch ein paar größere Fragen. Ja. Und spannend ist, wenn man es nicht alleine macht, sondern mit anderen zusammen. Entweder, dass wir beide sagen, wir machen das mal 30 Tage, tauschen uns darüber aus, kann auch in der Gruppe passieren. Oder das passiert wie automatisch im Netz, bei Twitter und Facebook, dass Leute selber die Fragen und Erfahrungen teilen und diesen Austausch suchen. Das finde ich sehr cool, das hat sich so entwickelt. Sie kann sich morgens, mittags, abends melden und man kann ein wenig, das, da musste ich sehr schmunzeln, glaube ich, SMXL so ungefähr genau, eingeben. Genau, SM und L, welche Intensität im Moment auch dran ist. Also ich kann auch, wenn ich nur ein sehr kurzes Zeitfenster habe am Morgen, sagen, heute nur die 5-Minuten-Variante. Wenn ich mehr habe und mich bewusst auf diesen Tag einstellen will, kann ich es auch bis zu 25 Minuten machen. Man kann es sogar in der Bahn machen, durch den Vibrationsalarm möglich. Ich habe es gerade ausprobiert in der S-Bahn, muss man allerdings ein bisschen cool bleiben und so die Außengeräusche ein bisschen ausblenden. Ist das der Vorteil vielleicht, dass man diese App immer dabei hat? Also ich habe ja vorhin ein bisschen spitz auch gesagt, man könnte ja auch einfach in der Bibel lesen mal empfehlen sozusagen. In der Bahn sehe ich selten Fromme in der Bibel sozusagen sitzend, lesend sozusagen. Die App ist immer dabei. Ist das auch eine Gefahr? Ist das auch etwas, was ein Risiko ist der Gewöhnung? Oder? Es gibt natürlich auch eine problematische Seite vom Medienkonsum. Hier würde ich sagen, nutzen wir das Smartphone, manchmal sage ich, gegenkulturell. Also es ist gerade eben nicht das, was mich ständig auch durchaus fordert und irgendwie ich Informationsflut kriege und immer irgendwie reagieren will oder muss, sondern es ist eben auch so, dass es gerade dieses Medium ist, was meinen Alltag heilsam unterbricht und mich genau da rausholt. Ja. Insofern würde ich sagen, es ist schon nochmal ganz anders. Ich vermute fast, dass eine Frage sein könnte und dann wertet die App das alles aus und ihr habt ja vorhin mit Google begonnen und jetzt weiß Google genau über mein Spiritualitäts- und Frömmigkeitsverhalten. Also ich glaube tatsächlich, dass es für manche Nutzer interessant ist, dass wir das nicht anmachen mit Datenbankbasiert. Sie muss sich nicht über Mail anmelden, es werden keine Daten abgefragt. Ich kann direkt, das ist eine In-App-Lösung, dort meinen Namen angeben und damit werde ich auch angesprochen, aber es wird nichts abgegriffen an Daten. Spannend finden wir nur durch persönliche analoge Begegnungen zu hören, wie bei dir auch. Was macht das mit den Leuten? Ja? Und was können wir auch an Entwicklung
noch initiieren, damit Menschen damit wirklich auch einen Gewinn haben, persönlichen. Das heißt, miteinander das Analoge, das empfiehlst du doch schon noch? Ja, ja. Ich glaube, wir bleiben kohlenstoffliche Wesen. Okay. Analog. Schön. Wir schaffen es nicht ganz durch die Präsentation zu klicken. Okay. Ich glaube, wir würden jetzt einfach für Fragen öffnen. Deswegen habe ich den Knopf im Ohr. Auch vielen Dank übrigens an dieser Stelle an Regie, an den Mediendienst des Kirchenkreises, des Jugenddienstes, des Bramsche, so muss ich es glaube ich immer ausformulieren, an das ganze Team, das uns unterstützt. Und auch Angelique Bohn in der Regie unterstützt uns. Und ich höre jetzt, welche Fragen dabei sind. Denn ihr habt und Sie haben wahrscheinlich Fragen zu Local SEO und zur App. Starten wir mal mit den Local SEO-Fragen. Mhm. Schauen wir mal rein, ob es da Fragen gibt. Ja, eine Frage ist, ob ich die Namen meiner Ansprechpartnerinnen, zum Beispiel der Sekretärin, eintragen kann bei Google. Grundsätzlich würde ich sagen, datenschutzrechtlich, wenn sie auf der Webseite erscheint, ist der Name öffentlich und das wurde vereinbart. Sie sollten auch eine Vereinbarung haben, wenn das Foto veröffentlicht ist. Aus dem Dienstverhältnis ergibt sich schon viel. Ich würde bei Google, wenn meine Richtung, erstmal anonym bleiben und nicht zu viele Daten, die nicht zwingend notwendig sind. Ich würde eher die Uhrzeiten pflegen, wann ist jemand erreichbar, wann ist das Sekretariat besetzt. So, wenn sich mal zum Beispiel auch eine Person verändert, dann hat man nicht so viel Pflegeaufwand. Und ich würde sagen, es hängt nicht an dem Namen, dass jemand sich meldet bei uns in der Kirchengemeinde. Auf der Webseite kann ich ja das Freundliche, die Kontaktpersonen zeigen zum Beispiel. Genau, also wenn Sie auf der Webseite erscheinen, wenn Sie über Termine E... Wiederhol nochmal die Frage, sonst bin ich out of order. Die Frage war, ob bei Google, wie Google sozusagen die Termine dort automatisch liest. Ach so. Und ich fand das auch verrückt, weil ich wirklich sehr, sehr viel links und rechts geguckt habe und erstaunt war, wie gut Google Termine erkennt. Ich glaube, eins braucht Google, es muss wissen, welches Jahr ist, habe ich herausgefunden. Und damit sichern Sie, dass Sie nicht Termine vom 15.04. aus dem letzten Jahr zeigen, sondern kommende Termine. Mhm. Das Jahr sollte dabei sein. Termine E ist eine gute Datenbank, um das auf der Webseite dann aufzuführen. Und wenn auf der Webseite über unsere Internetsysteme das entsteht, kann ich nur sagen, ja, dann reicht es. Ich weiß, es gilt auch für andere Internetsysteme. Das Schöne ist, ich habe dann keine Doppelarbeit zu machen. Also es reicht, mit unseren Internetsystemen zu arbeiten und dann zieht sich Google diese Daten raus. Ja. Okay, keine weiteren Fragen zu Local SEO und zur App. Sag nochmal, ich finde es für... Zwei Sachen würde ich auch noch sagen, die sind wichtig. Ja. Also die eine Sache ist, wir sind sehr interessiert an Feedback, um die App weiterzuentwickeln. Mhm. Das Feedback kann man geben über feedback@xrcs.de oder findet die Möglichkeit auf der Homepage xrcs. Ich glaube, das ist nochmal ein Hinweis. Ja. Der Name ist ja so einzigartig und unter xrcs.de finde ich die Webseite. Richtig. Ein paar Hinweise und auch ein Formular, das habe ich gerade mal eingeblendet, wo ich mich direkt bei euch melden kann. Und genau, es ist für Feedback gut, wo du das gerade sagst. Es gibt auch noch 3-4 thematische Vertiefungen und nochmal vertieft auch zu erzählen, wie kann man auch mit dem, was wir machen, da Inspiration und Exerzitien nochmal intensiver arbeiten. Wer das möchte, kann da praktisch diese Sachen nachlesen. Mhm. Und das Zweite ist, weil wir sicher auch auf so eine Resonanz stoßen, dass wir vorhaben, für die Passions- und Fastenzeit ein neues Paket rauszugeben, sozusagen, was dann zum Download bereitsteht, irgendwann. Bevor es losgeht, ich glaube, 6. März geht es los, damit auch in dieser Zeit Leute sagen, ja Mensch, das hilft mir, so eine Fastenzeit bewusst zu gestalten. Ich habe das Gefühl, bei euch brodelt es wirklich sehr mit Ideen und ich vermute, da kommt noch was. Also ist jetzt eine gute Zeit. Mhm. Ich höre gerade, es gibt noch eine Frage. Ja. Ja. Ha, das ist speziell. Wir hatten ja vorhin ein bisschen das Thema Vertraulichkeit und Datenschutz. Wann könnte ich in der App vielleicht eigene Notizen machen? In der App selbst? Ist das vorgesehen? Wir haben es mit auf unserer To-Do-Liste, haben noch nicht entschieden, ob wir es machen. Mhm. Wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht ein analoges Tagebuch dazu nehmen, im XRCS-Design sozusagen, wo jemand sagt, da halte ich es fest. Ist noch offen, aber ich glaube, wenn mehr solche Rückmeldungen kommen, dann könnte das was werden. Im Moment sind noch andere Ideen, die wir vorher im Update verwirklichen. Okay. Es gibt noch eine Frage, die wir heute nicht behandelt haben, die jetzt gerade kommt. Können Termine zum Beispiel von Facebook auch, das haben wir heute gar nicht genau angeschaut, wir haben vor allen Dingen auf Google geschaut, auch automatisch ausgelesen werden? Bei Facebook ist es so, da muss ich selber Veranstaltungen einstellen. Ehrlich gesagt, ich finde es eine ganz gute Hürde, weil Facebook hat nochmal andere Datenschutzmechanismen.
Google ist mehr bereit, sich auf europäisches Datenschutzrecht einzulassen. Mhm. Also kurz um die Antwort, wenn ich möchte, dass auf Facebook meine Apps oder meine Termine erscheinen, muss ich nämlich anmelden und es aktiv dort betreiben. Ah, okay. Mhm. Ich höre gerade, es gibt noch eine Frage, da ist ein Fotograf in die Kirche gekommen. Genau, also eher eine rechtliche Frage und hat da 360-Grad-Fotos gemacht von der Kirche und die sind jetzt im Internet darunter zu finden. Ich würde immer sagen, ja, das ist relativ schwer dort rechtlich quasi, wenn man jetzt dagegen vorgehen möchte oder das löschen möchte, weil man nicht sagen kann, war das eine öffentliche Veranstaltung, waren Fotografen zugelassen, hatte der Fotograf doch mit jemandem gesprochen und gesagt bekommen, ja, das geht in Ordnung heute, du kannst ein Foto machen. An der Stelle würde ich wirklich über den Weg, den wir aufgezeigt haben, gehen. Inhaberschaft beanspruchen, dann kann ich dieses Foto quasi rausmoderieren und sagen, das sind die wichtigen Fotos, damit möchte ich erscheinen, das Foto repräsentiert mich nicht, dann muss man nicht den Rechtsweg beschreiten. Genau. Okay, ich finde das spannend und da würde ich noch mal ein bisschen schließen und eine abschließende Frage an dich als Gast und schon mal vielen, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Ja, 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 wir waren, glaube ich, ein bisschen, macht das Spaß, aber das ist ein bisschen improvisiert. Sehr. Und die Exercise-App sozusagen, ich empfand das als Unterbrechung im Alltag, als heilsame Unterbrechung im Alltag. Wir haben eine Zeit von Freiräumen. Ist ein bisschen das Jahr darunter gestaltet. Wie erlebst du das jetzt ganz persönlich? Ist die App da etwas, was einzahlt auf die Zeit für Freiräume? Wie erlebst du das? Ich persönlich oder was ich wahrnehme im Blick auf das Jahr. Und du ganz persönlich, Rainer Koch. Auf jeden Fall. Sicher ist es bei mir ein bisschen überlagert, dass ich in so vielen Testphasen mich befinde, dass ich es manchmal gar nicht selber praktiziere. Mhm. Und da, wo ich es tue, empfinde ich, ist das ein großer innerer Freiraum, der geöffnet wird. Mhm. Und das ist nicht so sehr jetzt an Veranstaltungen oder dem, was ich nach außen hin tue, gemessen, sondern es schafft mir selber in mir einen Freiraum durchzuatmen und auch offen zu sein für dieses Geheimnis, was ich Gottes Begegnung nenne. Insofern ist das ein sehr wertvoller, inspirierender Freiraum für mich. Okay. Ich höre noch eine Frage. Ja, also das Prinzip ist bei Google, ich gehe nochmal auf Google. Du musst die Frage nochmal wiederholen. Ja, sonst. Die Frage ist, wie kann ich überhaupt Inhaber werden? Dazu ist es folgendermaßen, und zwar, Sie müssen sich bei Google anmelden und Google-Nutzer sein. Oder aber die zweite Variante, Sie schreiben uns an seo@evlka.de, dann machen wir das für Sie. Wenn Sie selber Inhaberschaft beanspruchen wollen, müssen Sie sich bei Google einmal registrieren und dann bei Maps sagen, ich möchte einen Ort hinzufügen. Oder aber den Ort gibt es schon, die Kirchengemeinde, das ist in der Regel der Fall. Und dann gibt es einen Knopf Inhaberschaft beanspruchen. Wir würden das Ganze nochmal auch mit diesem Knopf als sogenanntes Tutorial, als kleine Anleitung, auch mit den App-Informationen nochmal zur Verfügung stellen. Das machen wir auf der Seite evangelische-medienarbeit.de auf unserer Homepage. Da wird nächste Woche wird eine Art PDF zum Runterladen sein, wo ich das nochmal nachvollziehen kann. Wir machen nochmal den Link auf die App, die haben wir sowieso schon drin und wenn wir da Updates haben, geht das auch über unsere Seite. Super. Und es kann sein, dass Sie jetzt live zugeschaltet haben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, auch für die Fragen. Das hilft uns immer. Und dann wissen wir auch, wir sprechen mit jemandem und es hoffentlich nützt auch jemand. Wenn Sie da Rückmeldung zu haben, Sie finden mich auch auf der Webseite. Sie können mir auch direkt schreiben und sagen, das wäre mal ein spannendes Thema. Die Kommentare auf YouTube können Sie nutzen, um Themen zu setzen, um zu sagen, hey, wir möchten mal unbedingt was darüber erfahren. Oder aber das war heute zu kurz. Nein, ihr müsst es nochmal ausführlicher machen mit den Anmeldungen, mit den Fotos. Das müsst ihr nochmal zeigen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges geplant. Wir machen das jetzt jeden Monat. Und der Effekt ist ein wenig Schulung, gegenseitiges Coaching und voneinander lernen. Wir werden auf jeden Fall noch ein Thema machen, wie kann ich gute Bilder herstellen mit relativ einfachen Mitteln. Ich habe vorhin schon gezeigt, diese relativ günstige 360-Grad-Kamera. Rainer kann hiermit auch schon sehr ansehnliche Fotos machen, aber auch vielleicht haben wir schon eine Kamera von einem Mitglied unserer Kirchengemeinde und wir wollen damit was machen. Und das werden wir auch nochmal praktisch aufzeigen. Und geben Sie uns gerne Feedback, schreibt uns die Kommentare bei YouTube oder über evangelische-medienarbeit.de und da gibt es dann auch bald Informationen zum Download. Ich sage ganz herzlichen Dank ans gesamte Team, an den Mediendienst Bramsche, an Angelique Bohn für die Regie und allen, die da draußen sind und zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank, Rainer. Auf bald. Dankeschön. Dein Handy ist alle.